Yo Leute, weiter geht's mit Let's Play Dark Souls 2. Mein Kumpel ist immer noch da. Hey. Ich glaube, vielleicht mache ich dieses Projekt auch nur noch, wenn du da bist. Ja, Mann, ist auf jeden Fall nice. Ich bin jetzt da runtergejumpt, Leute. Also nur, dass ihr es wisst. Und bin jetzt in dieses Haus reingegangen. Nicht, dass ihr nachher denkt, wo bin ich, war mir hingelatscht. Und hier ist eine versteckte Tür gewesen. Ich habe sie leider schon angedrückt gehabt, aber egal. Wenn wir jetzt mal drin was gucken, was da drin ist. Feuerbombe. Bringt das was? Nicht wirklich, gell. Ja, zum Schmeißen halt. Ach, das war das, was ich vorher geschmeißen. Also genau. Bringt's gar nichts. Große Titanscherben? Okay, nice. Das ist cool. Ah, und das ist gar nichts. Mhm. Einfach nur Deko. Guck mal, da liegen Waffen, wieso kann ich die nicht aufheben? Das hat mich schon übelst bei Bloodborne aufgeregt. Seht ihr so ein übelst langes Schwert und denkt so, oh, will haben? Nix. Geht einfach mal gar nicht. Ja, hier war ein Gegner, glaube ich, noch, gell? Mhm. Nein, hier war Ding! Ach, ich, ja, genau. Gavlan. Who are you? I, Gavlan. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What you want? With Gavlan, you will, you deal. Okay, das ist cool. Ich liebe den englischen Synchro. Aber wie trinkt der, Alter? Jetzt kannst du verkaufen. Ah, kann der auch in die Stadt? Erst später, du triffst den an drei Stellen, glaube ich, und dann kommt in die Stadt. Okay, das kann ich eigentlich einiges. Wenn du mit dem Gebiet fertig bist, ist er weg. Dann musst du ihn wiederfinden, woanders. Echt? Ja. Aber jetzt verkaufe ich mal voll viel Sache. Ja, die Sachen, die du doppelt hast, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du Sammler bist oder alles verkaufst. Nee, ich verkaufe alles, was ich nicht brauche. Ich sammle immer. Also im Prinzip, was soll ich mit meinem Gebiet behalten? Das Langschwert auf jeden Fall, das andere? Ja. Brauche ich sonst noch was eigentlich? Ein Kurzschwert ist plus 1, glaube ich, müsste sein, oder? Das eine, da hinten war 1 plus 1. Das ist da. Das kannst du auch behalten, wenn es plus 1 ist. Ja. Ich glaube, den Rest verkaufe ich alles. Das Langschwert behalte ich auch noch. Zerbrochen ist eh egal. Ja. Boah, du hast ein Heilschwert verkauft. Ups, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Ja. Egal. Aber war das dieses eine Schwert da, gell? Das Blitzschwert, ja. Ah, okay. Das ist eh scheiß Angriffsmuster, aber ja. Viele Leute lieben das, was ich nicht verstehe, aber naja. Das Groß wird auch verkauft. Egal! Ah, Scimitar. Scimitar plus 1 bekommen. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf. Egal. Weg mit, weg mit dem Müll. Läuft bei dir. Ja, so. Die helle Bade kannst du auch. Egal, scheiß drauf. Jetzt muss ich aufpassen. Eine Peitsche? Kannst du behalten. Okay. Glocke behältst du auf jeden Fall. Ich glaube, die Schilder kann die ich kleinen auch. Die kleinen kannst du hier verkaufen. Ja, in diesem. Egal. So. Pff, verkauf. 50% egal, ist egal. Kann ich auch verkaufen. Das kannst du behalten. Das hat 100% Drop. Also ich meine, Abwehr. Das kannst du verkaufen. Das würde ich behalten. Oder? Drück mal Viereck. Um Glück zu teilen. Behalte ich mal. Ja, auf jeden Fall. Nee, es gibt Schilde. Stromschild. Es gibt Schilde. Wenn du dieses Parade machst, kannst du Magie mit dem Schild blocken. Dann schickst du die zurück oder schickst du die zur Seite. Ah, okay, aber das verkaufe ich. Alter, 30! 30 Stärke brauche ich dafür. Ja. Aber das ist halt richtig heavy, also da bringt nichts aus der Fassung. Okay, dann behalte ich es mal. Okay, und hier? Klamotten tue ich auch so die da hier. Die, wo ich hier jetzt doppelt habe, die tue ich verkaufen. Aber ich behalte von jedem eins mindestens. Ja. Einfach, wenn ich mal wieder. Ein Rüstungsset kannst du auch irgendwann mal aufsparen. Weil, wenn die eine versteinerte Tuss zurückholst, die will Klamotten von dir. Okay. Die kriegst du aber nicht wieder, die Klamotten, gell? Also nicht die geilsten Sachen ihr geben. Ja, okay. Sorry, ich denke, so passt's. Mhm. Hier behalte ich alles am besten. Du könntest rein theoretisch den Schlangenring, den normalen Schlangenring verkaufen, aber ist egal. Weil ja, hast recht, weil ich kann ihn eh nicht doppeln. Ja, genau. Und einen Lebensring kann ich ja auch verkaufen. Kannst du verkaufen. Ich dachte, der eine wäre besser gewesen. Nee, nee. Okay. Ja, das passt. War's. Und bei dem kann ich noch Gift, Wurfmesser kaufen. Soll ich hier irgendwas verkaufen? Nein, dieses lässt du.
erstmal. Du kannst Giftwurfmesser noch kaufen bei dir, wenn du möchtest. Du magst deine Wurfmesser. Erhöht Balance. Brauchst du nicht. Giftfeile. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Okay. Was? Ah, vorübergehend, okay. Ja, das wäre so ein Giftharz wie das Feuerspott und so. Gavlan, ja, sagt immer noch selber. Okay. Jetzt die Güter öffnen, ganz wichtig. Und wenn du jetzt, wenn du menschlich wärst, dann könntest du da, wo du stehst, diese eine Frau mit der Maske rufen als NPC. Die wäre genau in dieser Position. Die kann auch mit dir mit deinem Boss kämpfen, rein theoretisch. Hab ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Ja. Greifen die Gavlan? Nur weil sie nicht mehr. Oh shit. Oh shit, versteck dich nicht hinter dem Typ. Die können Gavlan töten, hä? Ja. Was ziemlich schlecht wäre. Okay. Jetzt müsste ich ja eigentlich sowieso links runter, oder? Jetzt kann ich da weiterlaufen, genau, da runter. Ups, das war ein bisschen zu hoch. Na egal. Und jetzt muss ich... Jetzt kannst du da runterlaufen. Oh, kannst du die Treppe nehmen. Da sind noch Gegner rechts drin. Mhm. Nebenstein. Ja, immerhin. Wie deine... Oh, meine Lieblinge. Genau. Da ist ein Item normalerweise drin, glaube ich zumindest. Dammit. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke es. Dammit. Der andere hat mich angesetzt. Wow! Hä? Wir sind nur zwei, glaube ich. Mhm, genau. Okay. Ich will doch nicht. Aber ein Lebenstein dafür. Hm. Sonst ist ja nichts. Ja. Mhm. Okay. Was ist da? Aufzug? Nee, ist einfach nur so. Achso, das ist ein Haus. Ups. Da steht das Gebäude. Und jetzt muss ich. Rechts oder gerade? Oh, geh mal rechts, geh mal rechts. Ah. Na, natürlich. Ich glaube, jetzt lerne ich es von was. Echt? Ja. Schlag mal gegen das Teil. Ja. Und drück mal, ja. Richtige Abkürzung, hä? Also, es ist zwar ein bisschen peinlich. Entweder das gab es damals nicht, oder ich habe das in gut 3 Mal Dark Souls 2 durchspielen nicht gesehen, dass ich da den Weg abkürzen kann. Okay. Ah, da ist ja jemand. Ja, genau. Hey, okay. Dem kannst du aber leider nichts machen. Gar nichts. Du hast zu wenig Intelligenz. Okay. Aber den kann ich auch in die Stadt holen? Ja, oder? Der kommt später, aber ich glaube, da musst du intelligenter sein. Ja. Weil dann kannst du meine Sachen kaufen, Zauber kaufen und so. Okay. Für den Zauber. Das wäre halt, wenn ich Magier gewesen wäre, halt besser. Ja, genau. Okay. So, dann gehen wir mal jetzt da in das Geisterschiff rein. Ja, bringt er mir überhaupt was? Nee, eigentlich gar nicht. Ein paar Items, ganz nette. Es gibt zum Beispiel so Skeptiker-Gewürz, wo du später die Anforderungen, zum Beispiel der Blitzspeer, kostet ja 22. Und mit dem Gewürz kannst du die 22 runter reduzieren, dass du zum Beispiel nur 18 brauchst. 18 Lebenskraft. Da kommen voll viele. Mhm. Aber von draußen. Die haben es draußen dran gehangen. Ist halt dann schon praktisch, wenn du 18 statt 22 brauchst, um sowas einzusetzen. Kann ich dir ein paar Level sparen. Ja, der wieder. Dieser Noob. Ah. Was macht der hier, Alter? Noob. Okay, hier geht gar nichts, ne? Mhm. Okay, dann muss ich rein. Ja,
Da kann ich jetzt mich auf was freuen, ja? Es geht eigentlich. Also, ist eigentlich nicht schwierig, was jetzt kommt. Aber Wasser. Ah, achso, Boss kommt jetzt gleich. Ja. Okay. Also, entweder du gehst, kannst also zum Leuchtfeuer vorgehen. Wo ist das? Am Anfang. Über die Brücke rüberfallen, wo du jetzt runtergestoßen hast. Achso, zurückgehen, ja, meinst du? Genau. Ah, achso. Dass du deinen Essensflock raus wieder hast. Ja, okay, das wäre vielleicht besser. Und 8 Lebenssteine. Eigentlich müsste es reichen bei dem Boss, aber. Von Musik her geht's. Aber nach dem Boss kommt ja eh wieder ein Esker. Wieder ein Leuchtfeuer, oder? Ja, genau. Ja, okay, kommt dann drauf geschissen, dann gehe ich halt erstmal zurück. Dann gehst du zum neuen Gebiet und da ist gleich ein Leuchtfeuer. Ich meine, 22.000, das sind viermal Level hoch. Von daher war ich. Mache ich das mal, dann kann ich eigentlich mal ein bisschen wieder hochpushen. Ja. Da rein, gell? Ne, nach links. Genau. Ah, da steht der dumme Köter. Die Frage ist, soll ich mich noch zum Menschen machen oder lohnt sich das eigentlich gar nicht? Ist nicht viel Leben, weißt du? Ja, du hast ja deinen Ring. Ja, ich meine ja. Du kannst den Ring dann wegmachen, kannst einen Ring da freien machen. Aber, wie gesagt. Aber ich wüsste nicht mal, welchen Ring ich dran tue. Und der Lebenring bringt nichts. Einen Abwehrring kannst du nicht reinmachen. Ja, oh ja, doch, komm, dann mache ich das. So. Halt die Schnauze. Okay, was machen wir hoch? Jetzt hast du ein Slot bekommen. Okay. Aber kann ich schon was dran machen dann? Einen Zauber kannst du ran machen. Ob du ihn benutzen kannst, weiß ich wegen den Tributen nicht. Wegen du kannst ja Pyromantie direkt holen. Wenn du Pyromantie zauberst, das kannst du sofort einsetzen, wenn du dann die Frau holst. Okay, komm, machen. Dann musst du die Frau entsteinern, dann kriegst du Pyromantie Hand und die verkauft sie dann nachher. Dann gehen wir einfach mal kurz hin, ist ja nicht weit weg. Genau. Aber eins weiß ich jetzt schon. Diese Mucke hier, die wird mir irgendwann mal richtig auf die Nerven gehen. Die geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Geist. Das ist das, was mich so schockiert hat, dass es hier überhaupt Melodie gibt. Es gibt bei Bloodborne gar nichts. Ich schwör's, du hörst nichts, bist du außer bei Bosskampf. Sonst hörst du nichts. Das sind nur Geräusche. Aber ich finde, die Atmo reicht eigentlich bei Dark Souls. Ist runtergefallen. Mann, kein einziges geiles Vibe in diesem Spiel. Nicht. War das jetzt drin? Dreh dich rum. Ah. Deswegen. Kennt ihr die Schuss und Schild? Kann ich mir schon mal beschriften, deswegen. Ah. Ah, da ist ja auch so ein Gecko. Okay, sie haben die Tussi in Ruhe gelassen, von daher. Ja, die greifen jeweils nicht an. Also, mit Absicht auf jeden Fall nicht. Das ist beispielsweise auch anders. Bei Bloodborne, gell, wäre da irgendein NPC, der geht auf die Gegner dann los. Überhaupt auf den, wo ich losgegangen bin, gell. Der kommt von unten vom Glockenturm runter, jumpt, bam, Gegner tot, bam, Gegner tot, bam, Gegner tot, und dann geht er auf mich los. Aber richtig eiskalt, Alter. Bei Demon's Souls gab es auch NPCs, die mitgekämpft haben. Da gab es einen Ritter, der hat echt mitgekämpft. Und eine Sache bin ich echt fröhlich gewesen. Dass ich niemals den Priester angegriffen habe. Wenn du es gespielt hast, also erst wenn du den Auftrag vom Priester gemacht hast, gell, dann weißt du, Gott sei Dank bin ich auf den Typ nicht losgegangen. Der ist krank. Also, der ist richtig wahnsinnig. Okay. Nicht so ein bisschen so, er ist richtig so vergewaltigungswahnsinnig. Also, pur. Jetzt kannst du mit dem reden. Du hast deine Quest beendet, also die erste Teil von der Quest beendet. Gib mir dein Schwert, Mann. Erst am Ende. Aber mit dem musst du kämpfen, wenn du sein Schwert haben möchtest. Oder du tötest ihn. Du kannst ihn auch direkt töten, wenn du die Quest nicht machen möchtest. Wenn du dich sowieso nicht bei den Besten rufst. Du kannst noch direkt holen. Ich versuch's mal ihn zu holen. If we share the same path, I'm sure
that we are gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. Das glaube ich dir, Mann. The road ahead is gonna be long, but I'm here to help. Bringt jetzt nicht nochmal mit ihm zu reden, oder? Ich glaube nicht, ne. I and your debt. As a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. I swear it by my ancient sword. Mir geht's ja noch, ne? Ja, okay, das war's. Ich muss schon mal Tussi reden. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. You're that traveler. Ich bin nicht mal weggegangen. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. I owe you my life. If you had not come. Oh. I've no, die Schnauze. I hate to burden you further. As you've already saved my life. But just look at me. Der richtig so einen britischen Akzent, Alter, furchtbar. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Das wäre ja noch die Höhe. Anything will do. Just put it on the ground and I'll change into it later. Jetzt kannst du Ausrüstung geben, dann kannst du sie einkleiden. Was kann man bei dem kaufen? Ringe, die brauchst du nicht. Sieht auch scheiße aus. Was ist das? So Stärkungsdinger. Das dritte ist für Pyromantie verstärken, denn die Waffe. Und hier sind die Pyromantie-Zauber. Achso. Aber gib der Rüstung, du musst die Rüstung geben. Ja, warte kurz. Meine Seele holen. So, jetzt ist. Just put it. Ich kann schon wieder zurückholen, wenn ich was anderes habe. Nee, gib mir das. Was hab ich denn sonst? Ich hab den eh doppelt, also da. Hm. Da habe ich auch doppelt. Habe ich auch doppelt. Und habe ich auch doppelt. Hm. Passt. Ja, ist okay. Willst du mal reden mit ihr? I have my very own teacher. His name is Carillion of the Fold, a famed sorcerer in Malfia. Den du gerade eben getroffen hast. Naja, ich dachte gerade, der Name kommt mir bekannt vor. I was fascinated by sorcery. Vielleicht bringt's jetzt, wenn ich was mit dem rede. Hey, ich hab deine Olle gerettet. Du bist noch zu dumm für ihn. Hey, Mann! When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated. Quite early on, I'm afraid. Nochmal. I'm rather unskilled. Ja. My lord probably ditched me. So lange, bis sie sich bedankt, dass du die Kleidung gegeben hast. Oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by. Ey, Olli, ich will heute noch einen Bosskampf machen. Are not always the same thing. Why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. Hat sie nicht gerade vorgesagt, dass sie nicht lehrerisch ist? I have my very own tea. His name is Carillion. Ich glaube, ich muss erst weg und dann wieder herkommen. Thank you. After I change into this. Ah, jetzt hat's. I'm not sure where I might find. Aber sie geht eh nach Machula, gell? Die kommt jetzt Machula. Perhaps Machula is my best chance. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Ja. Hast du auch Hunger, ha? Ein bisschen, ja klar. Ich hab gar nicht viel gegessen heute. Ich hab heute ein Fleischküchenbrötchen gegessen, das war's. Ein normales Brötchen, nur ohne Fleischküchen. Mann, ich brauche halt Fleischküchen. Das ist so mein Ritual in der Arbeit. Ich hätte auch gerne eins gehabt. Alter, die überhaupt die Fleischküchen bei uns, das ist das Einzige, was ich wirklich sagen kann. Alter, die schmeckt Bombe. Ich hab noch nie woanders so gute gegessen, echt jetzt. Hm? Die sind richtig gut. Müssen wir eins gönnen, ja.
Deswegen bestellt sich Ivanov nur das. Ich habe ihm gesagt, wo er angefangen hat zu arbeiten, habe ich ihm gesagt, kauf dir Fleischküchen, Alter. Vertrau mir. Du musst das Gebiet wechseln wahrscheinlich. Wo wäre die dann überhaupt? Da oben. Da, die würdest du sehen. Okay, komm, dann verpiss ich mich kurz irgendwo hin. Scheißegal. Ah, jetzt ist sie da. Shit! Jetzt ist sie aufgetaucht. Oh Mann. Typisch. Bullshit, Mann. Ja. Eigentlich müssen die in der Pyromantie handeln, ey. Nachher haben sie das auch gemacht. Ich verwundere. Vollmondsichel. Eine große Sichel. Aber warte mal, das DLC von Dark Souls 2 hast du schon gemacht? Oder? Die noch nicht, ne. Ah, okay. Wie gesagt, die sind ja spät rausgekommen und ich war auf New Game Plus 2 und das war schon hässlich. Interessante Kombi. Schaut doch gar nicht mal so scheiße aus. Ja. I'm here in Medulla, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. Ja, lutsch mir einen, Alter, jetzt mach, ey. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Ich bin da schon da. Und jetzt? Schauen wir mal, was du kaufen hat. Wenigstens. Und red nochmal so mit der. Red noch mal so jetzt mit auf jeden Fall zum Kaufen da. Red nochmal so mit der, wenn du drin bist. Ja. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful things. The number of times I nearly died. It was a perilous trek. Oh. Nee. Du musst es dann kaufen, oder was? Ja, die hat nicht mal eine gerade dazu verkaufen. Wir bringen dir nichts ohne Pyromantiehand. Toll. Jetzt? Jetzt zum Schwaben. So. Hätte ich mir sparen können, erstmal. Weißt du, das andere Item hätte ich niemals eine Pyromantiehand geschenkt. Was die gegeben hat. Hätte ich in der besseren Rüstung geben müssen. Geh mal rein. Auf Waffen. Ne, davor schon hat die doch was geschenkt. Drück mal auf Waffen rein. Ne, hast keine bekommen. Schade. Okay. Machen wir noch den Bosskampf nehmen. Musste ich vielleicht ein bisschen weiter latschen oder so. Hm. Eigentlich hätte sie direkt eben sollen, die Pyramidierhand, aber naja. Okay, egal. Achso, warte mal. Menschenbett wollte ich machen. Hast du ja genügend. Naja. Aber bis du bei den DLCs bist, habe ich es eh schon durch. Welchen mache ich jetzt? Das war der falsche. Ja, ich habe den falschen weggetan. Wo ist denn der jetzt? Ring der Klingen, oben. Rechts, rechts, der da. Genau, jetzt unten den Ring wegmachen, den da. Ah, der war's, okay. Ja. Hartschnallring hoch. Genau, der da. Ah, du hast einen Belastungsring, gell? Du hast auch einen, wenn du mal Heavy-Rüstung haben möchtest. Hm. Eigentlich im Prinzip macht keinen Unterschied, oder? Wenn ich jetzt hier... Ja, das bringt jetzt nicht, aber... Wenn du voll auf Heavy spielen würdest, dann. Ach so, ja, okay. Wenn du zum Beispiel die alte Ritterrüstung anziehen würdest, dann bräuchte ich einen Heavy Ring. Oder wenn du Harvest-Rüstung anziehst, irgendwann mal. Du in den Abgrund. Ja, ich weiß. Das hatten wir schon mal gerade eben. Schwör's dir, ich krieg jedes Mal Rüstung, das ist furchtbar. Die zwei dann die Klamotten an, wo die Drop rät, die Drop mal zwei ist. Das ist noch viel schlimmer. Ja, das war knapp. Alter, was war denn das jetzt? Mach wegen dir. Ich lasse ihn einfach in Ruhe. Wahrscheinlich kannst du die Schlampe jetzt rufen. Ja, okay, die ist woanders. Ja. Kann ich die rufen jetzt? Du kannst sie mit ihr rufen, mit ihr kämpfen, ja. Mit ihr? Ja, die hilft ja meinem Boss. Achso, okay. Ja, jetzt.
Ich hab sie doch gerufen. Bei mir war sie da oben normalerweise, aber was umgeändert. Ja, näher beim Boss wahrscheinlich, deswegen. Ja. Okay, jetzt ist der Boss eh. Witzlos. Los. Echt? Ja. Okay. Wenn ein NPC ruft, sind die Bosse schon teilweise witzlos. Weil, wenn der Boss sich auf die konzentriert, dann kannst du kurz weg smashen. Ich bin mal eine Nummer vorsichtig gekommen. Hast du schon mal einen PC gerufen? Oder? Nee, das ist was immer. Lol, hat jetzt übel gemacht, Alter. Geh auf die andere los. Ah, die kann aber auch sterben, ne? Ja. Was ist, wenn sie stirbt? Dann kannst du sie wieder rufen. Zum Beispiel der mit dem Blue Moon Short. Mhm. Der muss einen Bosskampf überleben, sonst ist die Quest nicht erfolgreich abgeschlossen. Hm, okay. Ich gehe einfach gleich runter, scheiß auf den Typ da oben. Bei ihr ist es jetzt nicht so wichtig gewesen, wieder zu kämpfen. Also. Okay. Na, guck ich mal, was mich erwartet hat. Den Wache. What? Der heißt Boss. Wo ist denn die? Die kommt gleich. Ich muss erstmal die Lüge streichen. Richtig intelligenter Bosskampf. So schwierig. Ups, haben wir jetzt nicht. What? Okay. Jetzt denke ich, wenn du kannst. Wegfliegen. Deswegen habe ich die meisten Böse beim ersten Mal ohne NPCs gemacht, weil es echt leicht ist. Der greift mich gar nicht mehr. Ja, der besitzt sich gerade nicht. Fokus auf sie hat. Deswegen ist es okay. Ist ja bescheuert. Ja. Okay. Ich glaube, da überlege ich es mir jetzt auch zweimal, ob ich das nochmal rufen werde. Deswegen habe ich die ganzen NPCs bis zum ersten Mal nicht gemacht. Ja. Ist mir einfach. Okay, wenn es eine Quest ist, mache ich sie, aber wenn ich sie nicht rufen muss, dann rufe ich sie nicht mehr. Das ist ja blöd. Okay. Jetzt verschwinden die NPCs halt. Ach, nur wegen dem Bosskampf ist sie da. Du kannst sie noch im Gebiet mit rumschleppen. Und es gibt ein Gebiet mit dir weiterklären, aber danach verschwindest du ja. Okay. Weil du kannst ja auch normale Spieler rufen beim Bosskampf. Und für Offline-Spieler gibt es halt die NPCs. Mit normalen Spielern ist es noch einfacher. Ist noch viel lächerlicher. Pyromatieflamme. Jetzt hast du die. Und Feuerwehr. Ja, jetzt hast du nichts bekommen. Sonst ist ja nichts mehr, gell? Doch. Das Ding da. Ja, Cutscene. Bing, bing. Achso, ich sehe jetzt weg. Nächstes Gebiet. Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Ah, ich sehe schon da hinten. Du kannst gleich deine Pyromatieflamme ausrüsten. Okay. Muss schon die Zauber kaufen. Ein kurzes Krummschwert mit einer schmalen Klinge. Das schnelle Schlitzen. Okay, passt. Und dann jump! Ich glaube, das werde ich richtig heulen drin, hä? Ja. Ist hier irgendwas? Nee, nee, ich glaube nicht. Käfig. Oh, Gegner. Dammit! Will ich mich verarschen? Oh shit! Ja, ich halt, gell? Ja. Du brauchst es. Ich brauch den Antonin-Kick. Ohne Spaß, ja. Okay, hier ist eigentlich nichts, gell? Ja. Wenn du nachher musst du einen Aufzug runterschicken. Ach, da war was! Nachher musst du einen Aufzug runterschicken, aufs Dach gehen und dann kannst du in so eine Höhle rein. Oh, das, was ich gerade gesehen habe, gell? Genau. Kannst auch gleich machen. Oder? Nee. Hätte ja sein können.
Sah so verdächtig aus. Dammit. Gleich hier? Ne, hier ist keine versteckte Wand. Blöd. Ha. Aber ein Item. Okay. Die verlorene Festung. War da ein Gegner drin? Ne, nicht mehr gleiche. Okay. Kommt jetzt irgendwann mal die. Ah, da. Mhm. Hab mich nämlich schon dazu gewundert. Jetzt kannst du es mal aufzu probieren. Okay. Dürfen wir jetzt nichts passieren. Jetzt einfach reinrennen, ganz schnell wieder raus dann, dass die Tür nicht zugeht. Genau. Und dann gleich drauf springen auf den Aufzug. Jetzt ist die Frage, wo war das Loch? Ich glaube, da in die Richtung. Ich bin mir 100% sicher. Vielleicht die andere. Oder? Nee. Juck, die andere Richtung. Bringt nicht viel, oder? Ich saß gerade auf nicht vorhandenen Stühlen. Hey, ich weiß. Das geht nicht. Ich guck jetzt nochmal. War das jetzt die Höhle? Das war sie, ja. Achso, okay. Eine Reparaturprüfung. Haben oder nicht haben. Ich dachte schon, das wäre wie dieser eine Weg da. Der Blockbund, der war richtig behindert. Da bin ich 4-5 Mal gestorben. Es gibt ein paar Klippen, die du richtig hässlich überspielen musst. Ja. Eins weiter. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann habe ich schon wieder eine halbe Stunde. Ich glaube, der nächste Boss, der kommt, wird interessant. Ist das weit entfernt? Das, du musst halt von der anderen Seite gehen. Da, wo die versteinerte Statue war. Also den da mal. Vom Blacksmith da, ja. Ich jetzt am besten Willenskraft hoch. Wenn du die Willenskraft Zauber benutzen möchtest, klar. Je nachdem die Frage aus Zauber möchtest du erstmal Pyromantie Zauber benutzen. Dann brauchst du es ja nicht. Du kannst auch ein bisschen sparen, wenn du Pyromantie Zauber kaufen möchtest. Ne? Achso, mach ich zuerst das, ja. Und bei ihr kannst du auch die Pyromantie Flamme verstärken, also die Waffe an sich. Okay. Dabei Flamme verstärken. Oh, da muss er die Feuersamen kaufen vorher. Er braucht man nicht unbedingt. Die muss ich jetzt kaufen, oder was? Je nachdem, welchen du haben möchtest von den Zaubern, ja. Okay. Der bringt nicht so viel. Da verwandelst du dich in einen Tank. Du kannst echt sehr, sehr langsam laufen. Du kannst nicht mehr sprinten. Aber du kannst richtig viel Damage also vertragen, verkraften. Die Feuerkugeln sind gar nicht schlecht, die da, Feuerkugeln. Da kannst du viel mal schießen oder werfen. Das ist ganz nett. Achso, ich kann ja immer noch ausrüsten. Ja, gehen. Die zieht sich dann um. Okay, und jetzt? Und jetzt, wenn du es einsetzen möchtest, musst du ans Leuchtfeuer gehen. Und dann den Zauber einstimmen. Ja, da kannst du auswählen dann. Nimm ein bisschen die großen Kugeln, sind besser. Fast halt weniger, aber sind besser, stärker. Mhm. Jetzt musst du noch rausgehen, die Flamme, also die Waffe in die Hand nehmen. Also Ausrüstungsmenü. Achso. Das ist eine Waffe. Beim Schild kannst du auch machen, gell? Achso, okay. Du kannst von beiden Seiten kämpfen, egal was. Und jetzt kannst du wechseln, dann kannst du schießen oder werfen. Obere Attacke. Und dann kannst du auch Gegner anvisieren. Die respawn auch, wenn ich immer wieder ins Feuer gehe. Mhm. Okay, habe ich 4 Mal bis jetzt. Das kann ich noch verbessern. Die Flammen, die Hand kannst du verbessern, dass sie stärker ist. Ah, die Anzahl nicht. Nein, die Anzahl nicht. Shit.
Da brauchst du halt mehrere Slots. Und zum Beispiel bei einem anderen Charakter habe ich, glaube ich, 9 Slots oder so gehabt. Mhm. Und hatte dann 26 kleine Blitzspeere und 12 große Blitzspeere. Also, ich mach mal wieder Leben hoch. Und jetzt mit dem Rest der Kohle komme ich mit Zauberstein. Ich weiß nicht, verkauft ihr auch Pyromantie Zauber? Nein. Die? Das ist schon ganz gut. Ah, nee, okay. Verkauft nicht. Was gibt ein Pyromantie Zauber? Feuerschmeiße. Der ist ganz interessant. Bei mehreren Gegnern macht er einen schönen Flächenschaden. Okay. Ja, Leute, das war's dann für den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.